Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Imperator Rome. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Letzte Folge war ja wirklich weltbewegend. Wir haben ja einiges erreicht, einiges gemacht. Gab viele Kriege, viele Siege. Wir hatten ja das Problem mit unserer illoyalen Bevölkerung. Das haben wir allerdings gelöst bekommen. Mehr oder weniger. Die Bevölkerung ist nicht mehr illoyal soweit. Wir haben noch Nahrungsmittelprobleme in der einen oder anderen Provinz. Jetzt ist natürlich die Frage, Stammesmitglieder fordern Migration. Ja, geht doch. Das Geld nehme ich gerne an. Ich möchte immer noch meine Weltwunder bauen. Haben wir jetzt hier nochmal im Osten ein bisschen weiter expandiert. Aber jetzt ist dann wirklich irgendwann die Sache, dass wir unsere Stabilität erhöhen. Das ist sehr gut. Und zwar, dass wir dann quasi einfach hergehen und Karthago erobern. Also zumindest mal Nordsardinien, dass wir die Questreihe weitermachen können. Er hat die Eigenschaft klug. Das ist sehr gut. Oder vorschnell, das ist nicht so gut. Was ist denn das für eine Logik? Dann nehmen wir natürlich das Bessere, ihr Trottel. Noch zwei illoyale Provinzen. Das legt sich jetzt dann allerdings demnächst auch. Was ich übrigens festgestellt habe, weil ich total dumm bin, aber ich habe es jetzt trotzdem noch herausgefunden. Es gibt einen Handelstab, bei dem ich sehe mit einem Klick, mit wem wir was handeln können. Wir können zum Beispiel Pferde handeln mit den Regiern. So, dann klicken wir hier drauf und dann sehen wir aktuell, okay, wir haben hier in Latium einen Überschuss schon. Okay, das heißt, würde hier gar keinen Sinn machen, wenn ich das mit Latium handle. Mit unserer Hauptcity, da können wir übrigens direkt wieder Infrastruktur fördern, um die Bevölkerungskapazität weiter zu erhöhen. Direkt nochmal ein Aquädukt hinterher. Ne, wir haben keinen Überschuss. Wir haben ein Pferd, wir bräuchten zwei Pferde. Also, guck mal, das heißt, wir können hier Pferde importieren. Und dann haben wir den Vorteil Cherry Cavalry Disziplin plus 10%. Und was ich auch gesehen habe, gleich mit, wir sollten auf alle Fälle gucken. Da war ja 19 von 19, ne? Ja. Wir sollten auf alle Fälle auch gucken, dass wir die Handelsplätze in Rom weiter erhöhen. Und was wir auch schon sehen, Rom hat sich wirklich gut entwickelt. Ist eine relativ große Stadt schon geworden. Und natürlich sind wir da noch lange nicht fertig. Wir bauen das natürlich weiter aus. Wir machen das natürlich immer weiter und immer weiter. Das ist natürlich erst der Anfang unseres römischen Superreiches. Und ich bin da wirklich mal sehr gespannt, wenn man dann irgendwann mal hergeht und dann das Ganze quasi für eine mit einer anderen Nation macht quasi. Was uns das dann gibt in Zukunft. Da man mit einer kleineren Nation spielt. So, wir haben einen fehlenden Statthalter. Da stelle ich nur Leute mit niedriger Korruption ein. Ist eigentlich lustig, wenn ich das so sage, weil ich selber die korrupteste Sau bin, die eigentlich rumläuft. So, und dadurch, dass jetzt die Illoyalität in allen Provinzen auch weg ist, steigen auch unsere Einnahmen natürlich wieder deutlich an. Verbesserung der Verteidigung. Ich würde sagen, wir bauen jetzt doch lieber irgendwas anderes. Zum Beispiel ein Trainingslager. Was können wir hier eigentlich so bauen? Ah, übrigens noch eine andere Sache, die ich fest... Ich habe ein bisschen wieder rumgeschaut. Und zwar kann ich mit einem Klick überall einstellen, dass wir den Handel automatisieren. Und uns nicht selber darum kümmern müssen. Ich weiß nicht, warum ich das noch nie gemacht habe oder das bis jetzt komplett ignoriert habe. Das könnt ihr natürlich auch machen. Handel überall automatisieren. Relativ praktische Sache. So. Dann macht die KI das quasi automatisch bestmöglich. So wie es natürlich sein soll. Wieder das Übliche mit den beiden sich streitenden Seiten. Und Hiblea ist eine Stadt geworden. Das ist wunderbar. Wäre das auch fertig. Hier steigt immerhin der Nahrungs... Aber wir müssen jetzt hier eigentlich mal weiter expandieren. Und zwar wäre das nächste Ziel, wären die hier. Was wir jetzt hier machen werden, ist direkt mal Anspruch fingieren auf Provinz Alpes Maritiame. Machen wir dann General, der letzte ist irgendwie von uns gegangen scheinbar. Ja, Lucanien ist noch die einzige Provinz, die sich wirklich weiterhin auch noch vehement weigert hier. Was wir jetzt hier machen könnten, wäre dann wirklich vielleicht doch die raue Behandlung. Und zwar einfach, damit wir hier einfach die Zufriedenheit schnellstmöglich erhöhen. Jetzt im Monat um 0,5, dass wir eben auch diese Provinz noch wieder ins Fahrgewasser, ins Fahrwasser kriegen. Was wir jetzt hier machen ist... Handelsinvestitionen, Handel verbessern, weitere Handelsrouten sind hier sehr, sehr wichtig. Ja, mit Nahrung müssen wir gucken. Also wir importieren ja jede Menge. Wir haben jetzt hier ein Nahrungsgesamt von 648. Da müssen wir natürlich trotzdem gucken, wie es mit der Nahrung weitergeht.
Vielleicht dann auch mal in Rom dann doch das ein oder andere Gebäude bauen. Aquädukte sind halt wichtig. Steueramt ist halt auch wichtig wegen Geld und so, ne? Wir haben einen extra Handelsplatz frei. Jetzt können wir wieder gucken. Jetzt können wir wieder unser Makromenü öffnen. So, die Noriken würden Holz mit uns handeln. Da haben wir Latium auch nur einen Überschuss von 1. Wenn ich das jetzt richtig sehe, dass wir jetzt mit Latium nochmal Holz reinhandeln. Oder in Latium. Müssen wir jetzt auch einen Holzüberschuss haben. Jawohl, das gibt uns nochmal für Schiffsbaugeschwindigkeit, auch wenn ich das überhaupt nicht nutze. Die gallische Regionalmacht Vogontien hat jetzt einen Anspruch auf die... auf unsere Provinz? Aha. Na dann, habe ich aber Angst jetzt. Mach ich mal richtig in die Hose, mach ich mal Pipi in die Hose hier. Könnt mich ja gerne angreifen. Kommt doch, kommt doch. Kommt her, wenn ihr euch traut. Was, es wird 3 importiert, die können aber nur 2 importieren, was? Okay, okay, klar, kein Problem. Kann man natürlich mal machen. Adligen sind unzufrieden, das ist wie mit mir, ich bin auch immer unzufrieden. Adliges Drecksvolk. So, Zufriedenheit, Zufriedenheit. Naja, was brauchst du? Okay, wir bauen nicht zu viel, wir nicht zu viel bauen. Ist immer schlecht, wenn man dann hier gleich übertreibt. Das Orakel von Delphi mal wieder. Die Götter sind unzufrieden. Das ist wie mit mir, ich bin eigentlich auch die ganze Zeit unzufrieden, aber da kann ich nichts dran ändern. Und jetzt habe ich Geld ausgegeben und trotzdem hat es mir nichts geholfen. Was ist eigentlich mit diesen hässlichen Piraten jetzt mal ohne Witz? Konsul? Haben sogar schon das Effiz... Oh! Oh, sie... Oh! Auf geht's. Machen wir mit euch das gleiche. Wo sind sie denn hin? Jetzt sind sie weg. Die Piraten sind weg. Ne, da sind sie. Die jagen wir jetzt. Piraten jagen. Das gefällt Gauland auch. Boah, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Auf die Wähler hängt ihn. Auf den Scheiterhaufen mit ihm. Haut ab. Haut nicht ab, meinte ich. Haut nicht ab. Bleibt hier. Die fahren hier durch die Meerenge. Habe ich hier noch eine Flotte zur Unterstützung? Hier. Ich spiele jetzt Fang den Piraten. Ja, ja. Die fahren in die Sackgasse. Ach so, jetzt sind das... Jetzt sind diese Piraten Söldner geworden. Wow. Bitch-Move. Das nenne ich mal einen Bitchmove vom Herrn, Alter. Ist das asozial. Können wir das eigentlich automatisieren? Piraten sucht und vernichtet Piraten, die sich in der Nähe unserer Küsten aufhalten. Was machen wir mit allen jetzt? Ich gebe mich hart auf die Nerven, dass wir die ganze Zeit Piraten haben. Piraten vernichten. Dann machen wir kurz gucken, ob wir Barbaren irgendwie... Ah, hier haben wir einen Piratenhafen hier. Einen hier. Also 2 aktuell. Ja, in der Zwischenzeit unsere Armee wächst und wächst, ne? Mal halbieren. So, da waren Piraten. Ist auch ganz praktisch, dass man es übrigens auch direkt sieht hier mit den Flotten. Und der andere war ja hier. So, ihr dürft euch bitte direkt verkrümeln. An sich ist es natürlich nicht schlecht, wenn man so eine Flotte da vor Ort lagern hat. Aber jetzt auch kein großes Interesse daran hier, mich mit den Piraten die ganze Zeit an meiner Küste auseinanderzusetzen. Das muss ja auch nicht sein. Apropos, es muss ja auch nicht sein, welche Provinz war das jetzt, wo ich die... Hier, also machen wir jetzt Anhäufung von Reichtum wieder. Die Provinz ist ja erfreulicherweise endlich loyal geworden. Auch hier wieder ein bisschen was für die Adligen machen. Zufriedenheit erhöhen. Wir haben eine Provinzverwaltung hin. Stammessiedlung. Hier haben wir noch gar nichts gebaut, also die Siedlung habe ich ja echt mal komplett ignoriert bis jetzt. Bibliothek. Zwecks Forschungspunkten. Marktplatz ist auch immer nice, Gerichtshof, Forum. Können wir hier denn nochmal was für Nahrung vielleicht sogar? Dass sie mir nicht verhungern. Dass sie mir nicht vom Fleisch fallen. Das sind so schlecht die Witze heute. Die Bürger sind ja auch unhappy, ne? Was kann ich für die Bürger eigentlich machen? Was war die Bürger? Das hier an die Bürger. Die Bürger sind einfache Geister. Den baust du so einen Gerichtshof hin und dann sind sie zufrieden, wenn sie... sich vor Gericht verantworten müssen. Da sind sie mal alle happy dann. Einfache Geister. Probleme mit Gallien diesseits der Alpen. Römische Provinzen erhalten den Modifier. Wir gehen mit den Punen und Revoltern so um, wie wir es am besten können. 60 Monate minus 10% lokale Zufriedenheit in Gallien. Das ist schön. Und Fremdenfeindlichkeit. Oder nun Geist ist aber auch besonders biturisch.
Wir tun ihn quasi entweder beleidigen oder wir akzeptieren das Ganze. Naja, sollen sie Rivalen werden. Ist es natürlich illoyal, leicht illoyal oder fast illoyal. Können ihr sie übrigens ermorden lassen. Ist ja mein Rivale. Rivalen ermorden, meine Damen und Herren. So, ihr macht bitte hier unabhängig. Ihr bitte auch unabhängig. Nicht an der Zeit für Krieg mal wieder. Können die Aufgebote auch noch gleich ausheben. 24.000 Mann. War ja auch noch unabhängig. So, und dann erklären wir jetzt nicht den hier den Krieg. Einige Feinde, die damit den Krieg gegen uns ziehen, aber ich möchte diese Gebiete haben. Und wir haben lange keinen Krieg mehr geführt, deswegen ist es mal wieder an der Zeit. Cisalpines Gallien können wir auch noch 15.000 Mann mit rekrutieren. Ebenfalls hier unabhängig. Also, wir haben jetzt auf unserer Seite haben wir 81.000 Mann. Plus 45.000 Rekrutenreserve. Bin ich mit denen auch im Krieg? Bin ich mit euch im Krieg? Nee. Ich habe einen Kriegsgrund gegen mich. Den können sie aber nicht nutzen. Den können sie sich in die Haare schmieren, den Kriegsgrund. Hier, mit denen bin ich im Krieg. Ansonsten, wie schaut es hier eigentlich mit den Gesetzen aus? Aber was ja auch egal ist. Könnte ich Rom nochmal ein bisschen handelstechnisch ausbauen? Ah, geht erstmal nicht. Ich habe kein Gold. Krabbe ist pleite. Gibt es hier eine Spende für eine arme Krabbe? Oh, was ist jetzt los? Vor einigen Nächten wurde Tullus dabei erwischt, wie er sich selbst mit dem Gold aus der Staatskasse bereicherte. Wer bist du denn, Tullus? Ein 61-jähriger, relativ weiser Zweitkonsul, aber... Naja, wir peitschen ihn trotzdem aus. Unsere Stabilität hat sich wieder erhöht, das ist schön. Wir könnten übrigens auch gleich mal wieder ein wunderschönes Opfer machen. Zack. Hört die Stabilität weiter. Und wie gesagt, hohe Stabilität ist sehr, sehr wichtig. Schaut es euch mit der Forschung aus aktuell. 83%. Tendenz, D, geht mal davon aus, steigend, ne? Ja, 83,4. Ja, also ich denke mal, es wird langfristig steigen, die Effizienz, die wir da haben, die Forschungseffizienz. Okay, da wollte ich nicht hinklicken. Ja. Wir sehen natürlich nicht die Feinde. Verluste aktueller feindlicher Seite deutlich höher. Was wir jetzt machen werden mit unseren Flotten ist... Ihr dürft mal kurz unabhängig agieren. Ich weiß nicht, ob die mich jetzt unterstützen bei dem Krieg. Nicht wirklich. Sucht und zerstört feindliche Flotten. Aufklärung. Sucht feindliche Bewältigungen. Blablabla. Ich hatte... Was macht ihr da? Unabhängig. Was machen die jetzt, wenn ich die unabhängig handeln lasse? Verstehe nicht, warum die immer zurück... Also das verstehe ich zum Beispiel nicht, warum die dann wieder unabhängig zurück in den Hafen gehen. Wenn ich dann hier zum Beispiel Piratendings mache, dann gehen sie dorthin. Da sind doch keine Piraten. Ja, vielleicht verteidigen sie dann den Fluss oder so. Wir haben übrigens eine Siegerung hier. 62.000 gegen 12.000. Hat uns guten Warscore gebracht. Verluste aktuell etwas niedriger auf unserer Seite noch. Aha. Okay. Armeen werden für Seelandungen eingesetzt. Machen wir mal das. Unsere Flotte mal effizient nutzen. Hier gibt es einen Sieg, einen großen Sieg. Obwohl wir auch hier wieder einen Befehlshaber-Nachteil haben. Das ist immer so ein bisschen das Problem in Rom auch, dass die Konsuls immer relativ unfähige Burschen sind, wenn du Pech hast, was militärisch Stärke angeht. Und da muss man ein bisschen aufpassen. So, ich benutze nur für Seelandungen. Wie bin ich denn jetzt eigentlich alles im Krieg aktuell? Oh, okay, doch eine größere Koalition gewesen hier trotz allem. Machen auch relativ hohe Verluste aktuell. Wir jagen jetzt erstmal hier die 8500 Mann. Das sind alle Söldner, die haben sich viele Söldner wieder angeheuert. Okay, das mit den Piraten vernichten habe ich komplett vergessen. Aussichtsloser Kampf. Unser derzeitiger Konsul vertritt die Interessen der Expansionisten innerhalb der popularen Fraktion, hat eine Reihe wichtiger Reformen für die Zusammenstellung von Streitkräften und die militärische Versorgung vorgeschlagen. Diese beruhen auf eine Vielzahl von Erfahrungen und Nachweisen, die von wichtigen Generälen im Ruhestand erbracht wurden.
Zweitkonsul Tullus hat jedoch andere Vorstellungen. Die Kosten solcher Reformen überwiegen bei weitem alle potenziellen Vorteile und die staatlichen Mittel sollten für die Renovierung wichtiger Tempel benutzt werden. Wir versuchen ihn zu beschwichtigen. Okay, schau mal, wie das Ganze ausgeht. Der Krieg läuft jedenfalls weiter. Wir haben auf alle Fälle schon einige Verluste gemacht. Wir haben 11.000 Mann verloren, die haben 12.000 verloren. Das Problem ist, die meisten haben wir, glaube ich... Ich glaube, dass sie die meisten durch Verschleiß erlitten haben. Bei dem Versuch, Gemeinsamkeiten zu finden, haben sie diskutiert. Ein Teil der Militärzugaben, um seine Lieblingsfarben zu finanzieren. Die Ausbildung des Lebenserhaltungskosten junger Rekruten für das Priestertum. Also, das wäre jetzt quasi so ein Mittelweg. Na dann. Soll es so sein. Was soll ich mit ihm, Geiles Fabius? Wollte ich ihn nicht umbringen? Ja. Nee. Doch, ja, er ist Ziel von mir. Dann wird er sterben, wenn wir Glück haben. Ah, da gibt es eine größere Schlacht. Aber wir haben eine deutlich höhere Moral aktuell noch. Aber auch hier wieder Doppelnacht. Ne, wir haben einen Terra-Vorteil und einen Terra-Nachteil. Aber wir brauchen dringend Unterstützung. Oh, wo ist denn der Schlacht verwundet worden? Oh Gott, 22.000 Mann. Gegen 30.000 Mann. Oh Gott. Aber wir hätten die Schlacht gewinnen können, aber da kam nochmal Verstärkung mit rein, der Gallier. Ey, das gibt's doch nicht, was die da Truppen reinpumpen, ey. Ohne Witz. Mal einfach mal ein bisschen extra Truppen rekrutieren. Ja, extra in Erfahrung setzen, meinte ich. Die Schlacht haben wir verloren. 30.000 unserer 40.000 Mann sind gefallen. Von ihren 46 sind 10.000 gefallen. Oh, wei, oh, wei. Ob wir uns davon jemals erholen können? Ich habe keine Ahnung. Das sind enorm hohe Verluste. Können wir jetzt hier vielleicht angreifen? Wir machen einen Sturmangriff, um vielleicht die Provinz zu erobern. Ja, wir haben die Provinz rechtzeitig erobert. Okay, das waren jetzt echt... Also das waren etwas zu hohe Verluste für meinen Geschmack. Das kostet mich die Söldner 100. Tu mal zwei Söldnerarmeen anheuern. So. Zwei Söldnerarmeen in unserem Besitz mit rein. Ach verdammt, da war auch noch eine. So, jetzt zieht euch mal hier zurück. Müssen uns neu sammeln. Also die Verluste, die wir jetzt hier erlitten oder auch erleiden generell, sind zu hoch. Muss die Kontrolle selber übernehmen. Da haben sich zu viele Feinde gegen uns verbündet. Das ist etwas ärgerlich. 50.000 Mann verloren. Wir haben 50.000 verloren, die haben 24. Also die Barbaren machen uns gerade fertig. Das Römische Reich wird gerade von Barbaren fertig gemacht. An sich ein Witz. Und weitere Truppen ausheben. 4, 8, 12, 16. 16.000 Mann mit dazu. Ne. 8.000 Mann nochmal. Das Attentat ist leider fehlgeschlagen. Das ist aber schade. Das war meine einzige Hoffnung. Wir brauchen jetzt alle Truppen. Ach, das sind auch noch... Ne, das sind Barbaren. Ich krieg einen Koller. Jetzt kommen auch noch Barbaren. Nicht dort in den Feind reinlaufen. Hier, euch hier mal bitte sammeln. Ihr tut euch regenerieren. Was ist mit euch? Ihr seid am Sack. Ihr sind was macht ihr da? Ah, unsere Legion latscht da gerade irgendwo rein. Die ziehen sich noch zurück. Okay, die schauen irgendwie verbuggt aus. Wir schicken die Söldner mit rein. Die 2000 Mann ebenfalls. Die Belagerung ist verloren von Senien. Wohin seid ihr des Weges? Dorthin? Dorthin seid ihr des Weges. Schickt natürlich alle Truppen rein. Was haben wir eigentlich für einen Befehlshaber? Er ist ein guter Befehlshaber. Stufe 8. Das sehe ich doch gerne. Also mich würde jetzt arg wundern, wenn wir die Schlacht auch verlieren mit so einer... Okay. Ja, okay, so viel zu dem Thema. Das waren nur Söldner, oder? Ja, zum Glück waren das Söldner. Wie kann man denn eine Schlacht so schnell verlieren? Wie kann man denn so einen schlechten Moralwert haben, dass man die Schlacht innerhalb von einigen Sekunden verliert? Das, schaut euch das mal an. Was ist denn das für eine... Er ist ein 14er Befehlshaber. Oha. Oha, übertreibt halt, Leute. Also jetzt hat 29.500 Mann. Also wir verlieren hier den Krieg aufgrund dieses enormen... unnormal starken, krassen Befehlshabers, den die da haben. Okay, jetzt haben wir da nochmal... Jetzt haben wir trotzdem mal eine Schlacht gewonnen. Auch hier wieder mit viel zu hohen Verlusten, ey. Himmels Willen.
Boah. Was ist denn mit ihm? Er möchte ein Amt. Ist halt unfähig, das ist das Problem. Mal ihm die Freundschaft anbieten. Vielleicht hätte er dann die Schnauze. Ach, okay. Er ist ein offenkundiger Kritiker von uns. Gucken. Schlagen wir ihn zusammen. Also wir haben eigentlich Truppen ohne Ende, so ist es ja nicht. Jetzt auch mit den ganzen Söldnern und so. Aber wir haben echt enorm hohe Verluste erlitten. Okay, jetzt gibt es hier oben dann eine Schlacht, oder was? Na gut, dann, auf geht's. Kommt doch her, wenn ihr euch traut. Ich trau mich, ich bin bereit. Wir haben zwar einen Großteil unserer Bevölkerung verloren, aber... schieben wir mit unseren 44.000 Mann dahin zum Feind. 55.000 Mann. Na, der Rest kommt auch. Gibt's irgendwo eine wichtige Stadt, die wir erobern sollten, oder... moderate Fortschritte, moderate Fortschritte. Wir loben ihn mal. Wir haben eine neue Fortschrittsstufe erreicht. Auch hier wieder leider auf ihrer Seite eine bessere Bevölkerung. Verstärkungsgeschwindigkeit plus 5%. Ein bisschen auf Militär gehen jetzt. Die Schlacht werden wir hier auch gewinnen. Wir haben 13.000 verloren, die haben 10.000. Wir verlieren in jeder Schlacht mehr Truppen als die. Das ist doch... das kann doch nicht sein. Das ist doch illoyal. Das ist doch illegal. Mann, ja. So, die Provinzen alle zurückerobern erstmal. Er hat auch nichts unsere Freundschaft akzeptiert. So, auf geht's. Wir erobern jetzt mal die Provinzen hier, die wir eigentlich die ganze Zeit erobern wollten. Kornspeicher wurden überfallen. Das ist jetzt, kommt wieder alles Schlechte auf einmal. Ah, das sind 15.000 Mann des Feindes. Die ziehen sich allerdings erfreulicherweise direkt zurück. Gucken wir, ob wir die vielleicht abfangen können. Ja. Haben den Nachhut erwischt von denen. So, das ist auch noch vom Feind besetzt, oder was? Ne, das ist von mir besetzt. So, auf geht's dorthin. Kann ich jemanden vielleicht auspießen? Nee, also alle überall Kriegsbegeisterung niedrig. Aber irgendwie Bock auf Frieden hat noch keiner. Wobei da auch nicht viel fehlt. Also wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Okay. Was wird das da unten, wenn es fertig ist? Ah, das sind zu viele feindliche Truppen. Da müssen wir jetzt aufpassen. Ja, jetzt greifen sie mich an. Okay, das ist eine ausgeglichene Schlacht dieses Mal. Wir haben zwar auch diesmal wieder einen etwas besseren Befehlshaber. Was wir jetzt hier mal machen werden, ist tatsächlich mal was anderes. Und zwar werden wir ausnahmsweise mal unsere Disziplin der Truppen erhöhen um 8%. Und dann gibt es hier hoffentlich mal den ersten Sieg für die Römische Republik. Ich hoffe. Jawohl, er hält die Eigenschaft taktisch. Sehr schön. Wir haben 10.000 Mann verloren, die haben aber auch wieder 8.000 verloren. Also das Blatt wendet sich langsam, aber sicher. Mit hohen Verlusten haben wir auch keine Rekrutenreserve mehr. Wir sind komplett am Sack. Belagerung von Matavo ist gewonnen. Wir haben einen neuen Befehlshaber. Die Stabilität ist gesunken. Wir haben illoyale Charaktere. Haben wir illoyale Familien auch? Ne, haben wir nicht. Wer ist denn illoyal? Ja, hier ist eigentlich illoyal. Dieser Gaius Fabius, ey, da geht mir schon auf die Nerven, ne? Der macht immer Stress. Wir haben illoyale Provinzen? Alpes, achso, die Provinz hier. Naja gut, ich tue ja mein Bestes, um hier eure Situation zu verbessern, meine Freunde. Die Provinz haben wir jetzt erobert. Gehen wir dort unten hin. Das sind natürlich nur Söldner. Moderate Fortschritte. Bisschen Geld zahlen. Na, lieber Geld zahlen. Politikeinfluss ist mir zu wichtig. Versorgungslimit ist hier überall äußerst niedrig. Hier oben ist ein bisschen besser. Was ist denn hier das Versorgungslimit? 14. Eieiei. Da ist das Versorgungslimit 30. Gehen wir mal dorthin. Könnte man hier einen Sturmangriff machen? Wie viele Leute gibt es denn da drinne? 500 Mann. Ah, Sturmangriff ist zu kostspielig halt. Das ist das Problem. Gleich mal eine Armee da oben hinschicken. Oder mal hier hin. Was ist denn das überhaupt? Irgendein kleines Konskript aus Rätien. Die leben aber alle schon gar nicht mehr so wirklich. Kleine Fortschritte, moderate Fortschritte. Ich möchte ihn zu unserem Freund machen, das wäre sehr wichtig. Ne, habe ich aber schon gesagt.
So, also wir haben jetzt das Kriegsziel auch im Besitz. Das ist auch gut. Die Kriegsbegeisterung ist generell sehr niedrig. Okay, die Kategorie. Wer ist denn das hier? Ne, warte mal ganz kurz. Kartur, wer ist das hier? Das ist Keutronien. Also die Keutronien vielleicht das erste Mal Frieden ersuchen. Geht nicht, weil ich keinen Kriegsstand gegen die Kollegen habe. Mhm. Na dann. Dann halt nicht, wenn ihr meint. Dass ihr was Besseres seid, dann halt nicht. Gehen wir weiter erobern hier. Das sind 13.500 Mannen, die sich hier irgendwo hinbewegen. Ich weiß noch nicht wo. Da sind 21.000 Mannen. Können wir die abfangen? Ah ja, aber nicht so. So sollte man sie abfangen. Auf geht's. Nochmal gleich eine Armee mit dazu schicken. So. Müssen nur aufpassen, dass jetzt hier unten nichts passiert. Ja, das gibt auf alle Fälle den Sieg. Also wenn wir das verlieren, dann weiß ich auch nicht. Jawohl. Das Attentat ist wieder fehlgeschlagen. 10.000 von uns. Also die machen immer niedrigere Verluste als wir. Immer. Also wenn du irgendwas sicher sein kannst, dann dass die niedrigere Verluste machen als wir. Dessen können wir uns immer sicher sein. Belagerung von Massilia ist gewonnen. Sehr wichtig. Da ist die feindliche Armee. 14.000 Mann. Mal kurz, ob wir schon mal Frieden schließen könnten. Wir haben ja dann doch einen ganz guten Warscore aktuell. Also ich hätte gern dieses Zeug hier und dieses Zeug hier. Meinetwegen sogar noch das hier und das hier. Weil das hier kann ich mir nicht erobern, oder? Ah, doch. Ah, das belagere ich. Nein, noch kurz warten. Das haben wir noch nicht erobert. Da müssen wir noch ein bisschen warten, dass wir das noch erobern. Holen wir uns das da oben auch noch. Dann plündern wir hier natürlich gut. Also geplündert wird hier gut. Das haben wir jetzt erobert. Sehr gut. Gucken wir das hier auch noch erobern da oben. Geht mal mit dahin zur Unterstützung, weil die wollen uns da scheinbar angreifen. Weitere Schlacht gewonnen. Das sind 8.500 Söldner, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Die holen sich natürlich genauso viele Söldner an, diese Geier. Na, wir lagern nochmal kurz weiter. Komm, läuft aktuell ausnahmsweise jetzt ganz gut, aber es wird ewig dauern, bis wir uns von diesem Krieg erholen. Muss ich jetzt leider auch dazu sagen. Das ist ein... Oh, oh. Das ist... Weiß ich nicht, wie das jetzt hier ausgeht. Okay. Wir haben deutlich höhere Disziplin. Gleich hohe... Ja, okay, doch, wird ein deutlicher Sieg. Also es wäre Nee, nee, das gewinnen wir. Sehr gut. Auch hier wieder höhere Verluste gemacht zwar, aber nicht weiter schlimm. Belagerung von was? Eburudonum. Hübsch, hübsch, dankeschön. Hübsche Stadt. 54% Warscore, wir haben weitere militärische Fortschritte gemacht. Armeeerfahrung plus 5%. Professionelles Training. Noch mehr Disziplin, Legionen Unterhaltskosten. Versorgungslimit plus 10%. Festung unterhalb minus 10%, das ist nice. Auch gleich mal freischalten. Ja, ja, hohe Ruf nach Frieden. Unsere Kriegsmüdigkeit ist leider enorm hoch. Ein Slavenanführer mal wieder. Naja, gut. War eine Schlacht, mit der ich so nicht gerechnet. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Der Krieg lief anders als erwartet. Wir haben jetzt 100% Warscore, das heißt, wir können nächste Folge Frieden schließen. Das war ein äußerst verlustreicher Krieg. Wir haben 101.000 Mann verloren gegenüber 62.000. Aber das war schon immer so. Rom hatte früher gerne auch mal hohe Verluste gemacht, aber kam immer wieder zurück. Das müssen wir eben auch schaffen. Und jetzt sehen wir uns nächste Folge wieder zu Imperator Rome mit Rom. Macht's gut. Tschüss.